Diesen Beitrag widmet Ihnen die Wirtschaftskammer Oberösterreich, Frau in der Wirtschaft. Frau in der Wirtschaft Grieskirchen war wieder unterwegs und dieses Mal ging es zu den beiden Vorzeigeunternehmen Zauner Group und Medevo nach Wallern. Gestartet wurde bei der Zauner Group. Den Betrieb zeigen nicht nur die 650 Mitarbeiter aus, die weltweit unterwegs sind, sondern auch die tolle Gesamtprojektabwicklung. Also grundsätzlich, wir sind ein klassischer Industrieanlagenbauer. Wir machen von Müllverbrennungsanlagen, von Rauchgasreinigungsanlagen eher in größeren Dimensionen, genauso wie beim Fernwärmebereich, von klassischen Fernwärmeheizkraftwerk, Rohrleitungsbau bis hin zum Endverbraucher in den Einfamilienhäusern oder Krankenhäusern oder eben auch Industrien. Grundsätzlich arbeiten bei uns natürlich sehr viele Damen auch, hauptsächlich in den Bereichen Organisation, Controlling, aber auch Buchhaltung und Lohnverrechnung. Aber wir haben natürlich auch die ein oder andere Ingenieurin und Technikerin. Danach ging es weiter zum Familienbetrieb Medevo, wo den interessierten Besuchern die Vielzahl an unterschiedlichen Verpackungen für die verschiedensten Transporte gezeigt wurden. Wir sind Spezialist für die manuelle Verpackung. Also jeder, der etwas seine Produkte schützen muss am Transportweg, kann unsere Sachen brauchen. Wir haben die Schachteln, das Klebeband, die Ladungssicherung, alles, was man dazu braucht, nicht mit Hilfe von Anlagen, aber mit den Händen zu verpacken. Das ist unser Schwerpunkt. Die Einladung von Frau in der Wirtschaft wurde von vielen Interessierten gerne angenommen und so waren zahlreiche Besucher gekommen. Und wie gefiel es Ihnen bei den beiden Vorzeigebetrieben? Ja, wir haben so tolle Betriebe in unserer Region und mir passiert es oft selber, man fährt bei einem Betrieb vorbei und weiß gar nicht, was drinnen passiert. Und wie man heute bei den zwei Betrieben gesehen hat, sensationelle Leistung, Zauner Group, 650 Mitarbeiter, 140 Millionen Umsatz, macht Techniken, wo man gar nicht glaubt, dass sowas in Wallern überhaupt produziert werden kann. Medevo dasselbe, hat 3500 Artikel für Verpackungen für Gewerbe, Handel und Industrie. Und man weiß sowas gar nicht, was eigentlich solche Betriebe in unserer Region auf die Füße stellen. Was halten denn die Unternehmerinnen und Unternehmer davon, wenn Frau in der Wirtschaft ihren Betrieb besichtigen? Wir sind ja Medevo, ein Name, der nicht wirklich aussagt, was wir tun. Wir sind nicht in den Medien, wir sind also nicht im Bereich zu den Konsumenten tätig. Viele kennen uns vielleicht gar nicht, wir arbeiten ja mit Versandhandel. Und ich denke mal, wann immer man die Möglichkeit hat, jemandem zu zeigen, wie gut wir die Leistungen erbringen können, was wir alles in unserem Portfolio haben, darf man diese Gelegenheit nicht nützen. Und bei Frauen der Wirtschaft sind ganz, ganz viele Entscheidungsträger und wichtige Frauen auch, die Entscheidungen treffen, die vielleicht auch Bedarf an unseren Leistungen haben. Und da bin ich sehr, sehr froh, so ein Forum gefunden zu haben.